Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu LPT Staffel Nummer 5 auf der Xbox. Was geht, Leute? Was geht? Auf jeden Fall, wer Bock hat mitzumachen, ne? Kommt einfach. Alles klar. Kommt einfach am Samstag rein, 14 Uhr Aufnahme auf Twitch, ne? Wenn ihr Bock habt mitzumachen, alles cool. Und auf jeden Fall noch an diese eine Person, die gesagt hat, sie hat mir über Xbox geschrieben und ich soll gefälligst antworten, warum ich so abgehoben bin und so ein Shit, ne? Du Flasche, du hast mir gar nicht geschrieben, du hast irgendeinen anderen Gamertag geschrieben, keine Nachricht von dir. Nächstes Mal, wenn du irgendwie mich anschreibst und eine Antwort haben willst, dann sag mir auch gefälligst, wie du auf Xbox heißt, meine Fresse, Digga. So, ich hab dir auf Xbox geschrieben, warum antwortest du mir nicht? Ja, erstens sagt er mir nicht, wie er heißt auf Xbox, ich hab keine Ahnung, mit wem ich da gerade rede. Und zweitens habe ich keine Nachricht von ihm bekommen, Digga. Ich weiß nicht, ob er mir vor Monaten nachgeschrieben hat oder so, oder vor einer Woche, ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, auf jeden Fall, ja. Ich weiß es nicht. Nächstes Mal am besten irgendwie schreiben, Bescheid sagen, ich hab keine Ahnung, was du von mir willst, Bruder. Ich hab absolut keine Ahnung. Ich hab einfach random eine komplette Nachricht bekommen. Kann ich mitspielen? Ah, ja, Electric Greasy, stimmt, du wolltest erst noch mitmachen, hast du reingeschrieben. Ja, kannst gerne mitmachen, schreib mir einfach über Xbox 1, 2, 3 und dann lade ich dich an. Und so machen wir es übrigens auch an die Leute, die es gerade auf YouTube sehen. Das wird jetzt alles noch über Twitch-Chat geregelt, ne? Also am Samstag, wenn ihr Stream auch mitmachen wollt, einfach Twitch-Chat reinschreiben, dann lade ich dich ein. Und easy, ne? Just safe. Oh Gott, ich hab Bilder gecraftet, was wollte ich mal mit den Bildern machen? Ich hab keine Ahnung. So, Philipp, wollen wir anfangen mit Avengers? Hast du ja auch gestern mal nachgeschrieben, Digga. Lass schicken mal, was geht. Digga, ich bin so ausgerastet, Digga. Ich bin so heftig escalated. Digga, ich war so auf 180, wo ich dieses Spiel gespielt habe. Digga, es hat mich so heftig abgefuckt. Ich hab dieses Spiel gespielt, also wir reden gerade über Avengers wahrscheinlich Endgame, Digga. Über Avengers, Marvel's Peter. Avengers. Marvel Avengers heißt genau, das Spiel. Ja, ist doch scheißegal, juckt. Das Spiel juckt nicht, Digga. Scheiß drauf. Direkt Schmutz, Digga. Auf jeden Fall, ich hab das Spiel gespielt. Digga, ich hab das Spiel. Ich war. Also, kurzer Spoiler, jetzt Mini-Spoiler, ist jetzt nur die Beta gewesen. Da gibt's einen Kampf zwischen Hulk und den Namen, den kein Mensch aussprechen kann. Ja, der Typ halt. Domination oder so, ja, glaub so hieß das Ding. Der Typ, der verpufft einfach bei mir, der ist die ganze Zeit verpufft, aber mitten im Kampf ist er verpufft und war einfach unsichtbar die ganze Zeit. Und ich musste die ganze Zeit den Kampf neu starten. Das ging dann so für eineinhalb Stunden, bis ich das dann endlich hinbekommen habe. Ich musste die ganze Zeit auf Range gehen und so ein Scheiß und irgendwann mal hat's dann geklappt. Und dieser Bug, dass die Gegner einfach despawnen, der hatte ich die ganze Zeit. Ich habe für die Beta, ich glaube, 5 oder 6 Stunden gebraucht, nur um diese Fortnite-Spitzhacke zu bekommen von Hulks Hände. Ich habe 5 oder 6 Stunden diese Scheiße wieder gespielt, weil ich immer wieder neu geschaltet habe. Ich habe mich so heftig abgefuckt. Die Characters, man hat nur 2 Characters so richtig gespielt. Die anderen hat man kurz angetestet, aber nicht so richtig. 2 hat man richtig intensiv gespielt und die waren beide komplett gleich. Die hatten komplett die gleichen Movesets, also diese. Diese indische, ich glaube, die ist muslimisch. Kamala, Miss Marvel. Ja, die Frau halt so. Ja, auf jeden Fall, die und Hulk haben fast die gleichen Movesets. Du springst in die Luft, drückst Y, der schlägt auf den Boden. Die haben fast die gleichen Movesets. Und die Charaktere, die für mich persönlich interessant waren, die hat man am allerwenigsten gespielt. Also, Retalk, ich hab ja logischerweise alle Charaktere gespielt. Ich persönlich, und ich kann ja nur von meiner Erfahrung sprechen, ich finde ausnahmslos alle Charaktere, die da drin vorkommen, komplett langweilig, komplett scheiße, bis auf einen. Und das ist Cap. Cap habe ich gespielt und ich fand den mega cool. Dieses Schildwerfen und so, das war mega geil. Aber außerhalb von Cap finde ich alle, ausnahmslos alle, langweilig. Und auch sehr repetitiv. Das heißt, nach einer Zeit, wenn du zum 3000. Mal dieselben Gegner besiegst, das Game kommt dir einfach die Galle hoch. Ich kann nicht verstehen, also ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Game eine lange Lebzeit haben wird oder das. Also das werden nur absolute Hardcore-Leute spielen. Also die meisten Leute werden die. Lass kurz das noch zu Ende reden. Ich glaube, die meisten Leute werden die Story durchspielen und danach war es das mit dem Game. Die werden vielleicht noch 2-3 Mal den Online-Modus spielen, checken, dass der absolut scheiße ist und dann das Game dann wegschmeißen, so einen auf den. Den Online-Modus werden nur die absoluten Hardcore-Leute suchen, weil der ist einfach nur scheiße. Ich verstehe das einfach nicht, Digga. Auch diese Helm-Herausforderungen. Digga, das ist so fucking unbefriedigend, aber gut, okay. Erzähl du erstmal. Ich muss ganz ehrlich sagen, von dem Groben, was Multiplayer angeht, muss ich halt zustimmen. Das ist halt einfach so, ich weiß nicht, ob du den Multiplayer bis so noch gespielt hast. Ich hab ja damals auf PlayStation gespielt, so das erste Wochenende, wo Closed Beta war, da hat der Multiplayer-Modus gar nicht funktioniert. Also, die Server sind andauernd gecrashed, du bist irgendwie reingejoint, du bist im Ladebildschirm rausgeflogen, hast 2 Minuten gewartet, bis du wieder am Hauptbildschirm bist, dann bist du wieder reingejoint ins Game, dann hast du wieder versucht, Multiplayer zu finden, dann bist du wieder rausgeflogen, also Server-Connection ging gar nicht.
Und dann jetzt halt die Beta halt danach auf der PlayStation, habe ich auch nochmal ganz kurz gespielt. Da ging das dann mit dem Multiplayer-Modus, Alter, das war so verbuggt, ne? Gegner haben unendlich Leben, sie haben nicht auf dich reagiert, sie sind einfach rumgerannt, als wäre mit denen gar nichts. So nach dem Motto, ich bin ein NPC und ich warte, bis irgendjemand mit mir interagiert, damit ich angreife. So ist der NPC die ganze Zeit rumgerannt, einfach so komplett random, so als ob er sich gerade Kaffee holt oder so. Ich habe auf ihn eingeprügelt, bis zum Gehtnichtmehr, es ist nichts passiert. Und das Ding war dann einfach, ja, ich konnte ihn auch nicht töten, weil er halt, er war quasi da, aber auch nicht wirklich. So auf einer anderen Metaebene, so keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll. Er ist einfach lang gegangen, als wäre ich nicht da gewesen und hatte unendlich Leben und ich konnte ihn nicht umbringen. Das war so meine erste Experience, so was das Game Multiplayer angeht, so wirklich. Also das fand ich jetzt nicht so geil. Und vor allen Dingen repetitiv muss ich zustimmen, Charakterdesign, im Groben und Ganzen, ja, es gibt Charaktere, die sich sehr stark ähneln. Also die sehr, sehr stark, wie halt Hulk und Kamala, würde ich schon auch sagen, ja, die sind ziemlich ähnlich. Iron Man sticht ein bisschen heraus, aber auch nicht unbedingt auf positive Art und Weise, weil Iron Man, hast du schon mal versucht, damit irgendjemanden zu hitten? Genau, genau, Iron Man macht keinen Spaß, so wirklich. Ja. Es ist einfach dieses Rumfliegen, du hast so viele enge Räume, wo du gar nicht fliegen kannst. Wenn du fliegst, dann ist es absoluter Tritt in die Eier. In einem Gebäude, in einem Kreis zu fliegen, ist einfach das Nervigste, was ich jemals in meinem Leben erlebt habe, was Iron Man angeht. Es hat so keinen Spaß gemacht, als ich die Beta gespielt habe mit Iron Man. Das Einzige, was wirklich geil war, war Thor und Captain America. Die beiden haben wir, ich habe auch extra die Xbox Beta noch runtergeladen gehabt und nochmal gespielt. Die beiden Charaktere machen Spaß. Also, die fühlen sich wirklich noch eigenständig und unique an, so ein bisschen. Es kann vielleicht daran liegen, dass ich die nie so wirklich oft gespielt habe, weil du halt nur in der komischen Mission da die Charaktere spielen kannst. Aber ich weiß auch nicht. Aber die Kampagne gefiel mir sehr gut, von dem, was ich da gesehen habe. Ich fand auch, dass die zwei Charaktere am allerbesten rübergekommen sind, auch gemacht wurden. Aber wie du halt gesagt hast, die hat man am allerwenigsten gespielt. Das heißt, einfach mal angenommen, die würde man öfters spielen. Vielleicht würde das dann einem auch so genauso nervig werden wie. Ja, aber das Gute bei Avengers ist halt, was ich persönlich finde, ist halt auch ein bisschen die Abwechslung. Ich meine, ja, Charaktere fühlen sich gleich an, aber du kannst halt auch mehrere Sachen machen. Das Schlimmste, was ich an diesem gesamten Spiel finde, meiner Meinung nach, ist, die Items, die du findest, haben kein anderes Aussehen. Die sehen alle standardmäßig aus. Das bedeutet, du hast keinen Unterschied, wenn du einen neuen Gegenstand findest. Und der Unterschied, den die Gegenstände von den Eigenschaften her machen, ist so minimal. Also du merkst quasi nicht, dass du was Neues hast, so nach dem Motto. Weder du siehst was Neues, noch du kannst irgendwie neue Moves oder sowas. Ja, ich halte dich gleich ein. Du hast halt einfach, es fühlt sich einfach nicht belohnt an, irgendwas Neues zu finden, so. Hab schon gehört. Achso, okay, cool, dann freu ich mich. Okay. Es fühlt sich halt einfach nicht belohnend an. So wie halt, das beste Beispiel ist Anthem. Da war das exakt genauso, der Multiplayer-Modus. Ja, Mann. Es hat sich so unsatisfying gefühlt, was zu finden, weil es halt einfach minimalen Ausdruck hatte. Es war alles irgendwie so, du hattest fünf verschiedene Sachen und daraus hast du dann immer wieder was gefunden. Digga, es war nicht so was Heftiges. Ich habe auch gelesen zu Anthem, deshalb habe ich gesagt, ja, Mann. Ich habe auch gelesen zu Anthem, das soll einfach Marvel X Anthem sein, so mäßig. Genauso wird das wahrscheinlich am Ende des Tages sein, Digga. Außer der Story-Modus, glaube ich. Also, ja, ich meine, der Story-Modus kann eine Menge retten, aber ich glaube nicht, dass der Story-Modus, er soll halt, das Spiel wurde halt, der Story-Modus wurde halt drumherum um das Loot-Ding gebildet. Ja, genau. Ne? Ich denke mal, die Story wird ganz okay sein, weil die werden sich schon irgendeine Comic-Vorlage genommen haben und das dann vernünftig ausgearbeitet haben. Also im Story-Modus würde ich halt immer noch sagen, ich glaube, der Story-Modus wird gut. Glaubst du ernsthaft, die meinen eine Comic-Vorlage? Also nicht 1:1, aber weil, ich meine, eine 1:1 Comic-Vorlage will ich auch ehrlich gesagt nicht, weil das dann halt die Geschichte, die man gefühlt dann schon tausendmal kennt. Weil meistens suchen die sich, wenn sie an der Story-Vorlage halten, immer die größte Story-Geschichte raus, die jeder kennt, gefühlt. Das heißt, wenn du den Comic irgendwann schon mal gelesen hast oder Bescheid weißt, dann sitzt du halt immer noch da und denkst, ja, okay. Das ist genauso wie Spider-Man. Ich kann mir keinen Spider-Film mehr so wirklich angucken, so ohne reinzugehen. Sobald ich den Namen höre wie Dr. Octavius oder Peter Parker, Miles Morales, du weißt halt genau, das passiert mit ihm. Oder Onkel Ben, Digga. Du weißt halt genau, oh, guck mal, der wird gleich sterben. Ach, das ist Onkel Ben. Ja, nice, Digga. Also, irgendwie fehlt da was. Ich weiß auch, da fehlt irgendwie was. Ist Spider-Man in Avengers nur auf PS4? So wie es jetzt aussieht, weiß man das noch nicht genau. Es gibt Gerüchte, die sagen, dass es exklusiv sein soll, weil die Entwickler von Marvel gesagt haben, wenn sie die Möglichkeit haben, den Charakter zu machen, dann nutzen sie das halt auch. Egal, ob welche Einschränkungen sie haben. Ob das jetzt wirklich darauf bezogen ist, dass sie den nur auf PlayStation bringen können oder nur auf bestimmte Zeit oder so, weiß keine Sau. Also, weiß ich nicht. Lad ein, ja, warte kurz, wie lade ich ein? Mich lädt jemand ein, Alter, wahrscheinlich geht also raus kurz, Party und geh bei ihm rein. Ich will nochmal kurz sagen, an die Leute, die glauben, dass Spider-Man PlayStation-exklusiv ist, das ist nicht der Fall. Jedes Mal, wenn ein neues Spider-Man-Spiel für die PlayStation rauskommt oder der Charakter
speziell für PlayStation exklusiv ist. Das muss immer neu verhandelt werden. Der ist nicht exklusiv. Der ist nicht exklusiv. Das ist ganz wichtig, weil ich glaube, die meisten Leute denken, dass es exklusiv ist, weil Sony ja die Rechte hat an den Filmen. Ja, aber nur die Filmrechte. Aber die haben nicht die Rechte an den Videospielen. Natürlich, also theoretisch, wenn jetzt Microsoft kommt und die sagen, ey Marvel, wir hauen jetzt, was weiß ich, wie viele Millionen auf den Tisch, dann sieht man ganz schnell ein Spider-Man-Spiel auf der Xbox, Digga. Also es ist möglich. Aber das wird halt Microsoft nicht machen, weil es halt extrem teuer sein wird. Ich glaube, Sony wird da lieber minus gehen, als die Rechte dafür abzugeben, weil das halt schon eine heftige Marke ist. Ja, es hat ein System Seller. So dieses, ist halt, das Problem bei Xbox ist halt so, ich weiß nicht, irgendwie halt bei Xbox so das Gefühl, sie geben Fick drauf auf die Exklusivrechte, so wirklich so. Die haben halt alles verloren. Damals hatten sie FIFA gehabt quasi, so wo sie Events und so Scheiße hatten. Damals hatten sie COD gehabt. Die haben sich überall reingekauft einfach. Die haben quasi den Sony gemacht, den Sony jetzt macht. Und Xbox hat einfach aufgehört, so nach dem Motto, so einfach, egal, scheiß drauf. Ja, die wollen so der Nice Guy sein. Oh, ihr könnt doch alle Spiele überall spielen, auch auf dem Handy, über Xcloud und ey. Ja, aber das Ende vom Lied ist halt, wenn ich alle Spiele irgendwo spielen kann, warum soll ich sie dann mal bei euch spielen, so, weißt du? Das ist halt das Ende des Liedes, so. Die haben halt nichts so, wo du sagen würdest, deswegen muss ich mir die Xbox kaufen, so. Ich meine, wir sind jetzt schon angekommen, wenn du einen PC hast, brauchst du keine Xbox. Kannst komplett vergessen, brauchst du nicht. Hast keinen Grund dafür, eine Xbox zu haben. Ja, passt. Also ich finde, deswegen? Es gibt immer... Ja, was zum Beispiel, um Gamerscore zu bekommen. Kannst du auf PC auch bekommen. Gibt's das? Ja. Ja, keine Ahnung, aber auch um das Spielgefühl zu haben. Ziehst Controller an. Persönlich. Ja, aber du kriegst dann nicht Controller-Gegner. Du kriegst irgendwelche PC-Schwitzer. Ja, einfach nur Crossplay hast du in den meisten Spielen. Wie bitte? Crossplay. In Call of Duty, wenn du auf PC mit Controller spielst, kriegst du auch nur Controller-Gegner. Ja, also ich sag schon, also ich finde schon, dass wenn man einen PC hat, dann hat man zu 90% keinen Grund mehr, sich eine Xbox zu holen. Zu 90%, es kann immer noch ein bisschen chilliger sein, wenn man halt nicht den PC machen muss. Ich würde halt auf 95 gehen, tatsächlich, so 95%. Das Einzige, was du an der Konsole dann noch großartig hast, was du auch beim PC auch ausgleichen kannst, ist, nehmen wir mich als Beispiel. Du kaufst den HDMI-Splitter, HDMI-Verteiler, zack, schließt du deinen PC einmal hier vorne am Monitor an und hinten am Sofa. Das heißt, du stehst hier einfach auf, gehst auf den Sofa und spielst da. Schießt Controller an, kein Problem. Ist so, als ob du auf Konsole spielen würdest. Am anderen Ende des Raumes. Das geht ganz einfach. Also, so dieses Chillige auf dem Sofa kannst du mit PC genauso machen. Muss einfach nur halt Controller. Am besten holst du noch vielleicht noch ein Wireless Maus und Tastatur, dann kannst du das ohne Probleme. Dann hast du gar keine Nachteile mehr. Dann kannst du halt einfach alles. Und vor allem, du hast eine bessere Framerate auf PC, das heißt, du kannst die Spiele meistens halt auch besser zocken, ne? Aber naja, also ich finde persönlich, dass du einfach keinen Grund mehr so hast, irgendwie großartig den Xbox zu kaufen, wenn du einen PC halt hast. Weil jedes Exklusivspiel, was für Xbox kommt, kommt halt auch auf PC raus jetzt. Es gibt halt keine Exklusivsachen mehr. Das Ding ist, wenn du einen PC hast, dann stimmt das ja. Aber die meisten, also wenn man jetzt halt keinen PC hat, dann lohnt sich halt einfach immer eine Xbox. Ich habe letztens gesehen, dass es bei eBay eine Xbox gibt für, also sehr, sehr viele Xbox-Konsolen gibt, für so, keine Ahnung, 80, 90 Euro. Und die sind gebraucht, natürlich gebraucht, aber die funktionieren. Das sind keine Defekte. Das heißt, du kannst für 80 Euro oder sowas auf eBay gehen, dir eine Konsole holen und, Digga, du kriegst nirgendwo keinen PC auf für den Preis, Planeten. Ja. Erstens kein PC und du kriegst auch keine andere Spielekonsole. Du kriegst nirgendwo irgendetwas Vergleichbares, was Preis-Leistung so heftig reinhaut, wie für 80 Euro eine Xbox zu kaufen. Weil du, stell dir mal vor, du kaufst einfach für 80 eine Xbox. Du kaufst dir dann Xbox Ultimate oder sowas für ein Jahr. Digga, allein Ultimate ist einfach, Digga, das wird so heftig reinhauen und dann hast du einfach so heftig ausgesorgt. Du hast einfach so viele Spiele, auch Fortnite, einfach alles so mögliche, die ganzen Free Games plus Game Pass, alles mögliche. Du hast so viel einfach nur für den Kauf von der Konsole, die so günstig ist. Also was Preis-Leistung angeht, ist das einfach so krass. Xbox okay, Adam hat dich eingeladen. Wenn du dir jetzt einen PC holst, kannst du auch RTX haben. Ja. Aber jetzt nimm mal trotzdem mal das Verhältnis. Die neue Xbox hat ATX und die kostet 400 Euro, so wie jetzt der Stand ist. Also es wurde auch nicht offiziell von Xbox bestätigt, aber der Stand von den Leaks und sowas soll 400 Euro sein. Du kriegst nicht mal eine Grafikkarte mit der Power von der Xbox für 400 Euro. Also 400 Euro für das, was die Xbox können soll, ist halt, da kannst du halt keinen PC in diesem Preissegment zusammenbauen, weil die Grafikkarte alleine schon teurer wäre. Also immer Preis-Leistung stärker, immer. Ja. Also, das dann irgendwie mit PC zu vergleichen, finde ich jetzt nicht so gut, weil du kriegst halt... Du kannst halt für diese Preislage nicht sowas hinkriegen. Ja, aber mit Einschränkungen, ja. Aber du... Ja, mit Einschränkungen kannst du eine Menge machen, so, weißt du? Du kannst halt zu allem sagen, ja, mit Einschränkungen könntest du das und das und hier und so. Ja, natürlich kannst du...
Wenn du wirklich die ganze Zeit in irgendwelchen Sachen Einschränkungen machst und, oh Gott, mir fällt dieses eine Wort nicht ein, ich sag die ganze Zeit Einschränkungen. Kompromisse, genau, wenn du Kompromisse machst, dann kannst du eine Menge sparen. Wenn du jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal meinen PC zum Beispiel, den ich mir kaufen will. Ich habe den gesehen, also so wie ich den zusammengestellt habe für, ich glaube beim letzten Stand, wo ich den zusammengebastelt habe, bin ich bei 2000 Euro rausgekommen. Natürlich, ich könnte ihn auch tausendmal billiger machen. Nur das Ding ist, ich will halt das Rendern und das Streaming einfacher und vor allen Dingen schneller machen und deswegen muss ich halt ein bisschen mehr in die Tasche greifen, damit es einfach noch ein bisschen schneller geht. Natürlich können die auch Einsparungen machen und dann würde ich halt da vielleicht ein bisschen länger brauchen, was das angeht und hier und so. Aber mal schauen, ne? Du kannst halt immer Kompromisse machen bei PC. Bei Xbox ist es halt so, du kaufst die Technik, aber dann weißt du halt auch einfach, die funktioniert. Ja, Mann. Also ich habe noch nie so viele Probleme gehabt auf der Xbox wie auf PC. Ich höre euch nicht. Ja, da musst du kurz deine Audioeinstellung machen, Reezy. Kann ich auch nichts dran ändern. Aber wenn man nicht nur zocken will, lohnt sich ein PC mehr. Ja, natürlich, du kannst ja. Allein fürs Zocken lohnt sich ein PC ja mehr. Du kannst ja die ganzen Mini-Demos und Betas und die ganzen scheiß Minigames alles zocken. Ja. Du brauchst ja einfach mehr. Wo geht das? Weißt du, ich hab keine Ahnung. Wie viel Geld du ausgeben willst, was du für Optionen hast. Ja, kannst du kurz die Party auf öffentlich machen, please? Oh, ja, okay, Anna Man. Anna Man, ich krieg aber immer noch nicht geschissen, eine Party auf Einladung beizutreten, ne? Oh, Mann, ey. So, komm rein. Stefan Mannings Haus, ist das Kunst oder kann das weg? Weil im Grunde habe ich es erbaut. Ja, du hast es gebaut, er möchte ja nicht mehr mitmachen. Ja, es ist Chorkunst. Warum will er nicht mehr mitmachen? Ja. Weil er sich mit Assassin, Annika und Jesse ein bisschen gestritten hat und jetzt will er nichts mehr mit ihnen zu tun haben. Keine Ahnung, ich habe da nur so ein bisschen was mitbekommen. Ich weiß es nicht genau, es ist eine Menge Halbwissen bei mir. Irgendwas ist da gewesen, so, keine Ahnung. Ist im Chat jetzt oder wie? Ja, auch nicht im Chat, na, ja, irgendwie privat, was. Aber ja, ich will da nichts zu sagen oder so, das ist so deren Sache, keine Ahnung.